Hunderte Mädchenherzen pochen in Frankfurt um die Wette. Ja, sie ticken fast aus und fiebern ihrem Teenie-Idol entgegen. Doch Justin Bieber spart sich den Gang durch die tobende Masse, nimmt kurzerhand den Hintereingang und begrüßt seine Fans vom Balkon mit einem Lied. Aber von Anfang an, heute Morgen kurz nach 10 Uhr, Justin verlässt sein Frankfurter Hotel in Richtung Bad Vilbel, ist aber offenbar noch nicht ganz wach. Yo, what up? Hey, was geht? Tja, ich lief durch diese Tür, vielleicht habt ihr es gesehen, und ich habe eine Beule. Ich schob nach vorne und dachte, es wäre schon offen, aber war es dann doch nicht, und da bin ich gegen die Scheibe geknallt. And I walked right into the window. Peace. Währenddessen erwarten ihn die Teenies in Bad Vilbel schon sehnsüchtig vor dem UFM-Funkhaus und dann kommt er endlich und schon herrscht Kreischalarm. Oh mein Gott, ich bin unter Schock. Er ist einfach so schön und sieht so gut aus. Ich hoffe, dass er was singt. Justin nimmt sich Zeit für die Girlies, dann folgen Interviews im Sender. Ich bin ein ganz normaler Kleinstadtjunge aus Kanada, sagt er und verrät uns, auf welchen Mädchentyp er steht. Ich bin nicht anders als andere Jungs. Ich gehe abends schlafen wie alle anderen und ich putze mir die Zähne wie alle anderen. Und ein Mädchen muss lustig sein, eine nette Persönlichkeit haben, jemand, mit dem ich reden kann. Ansonsten ganz wichtig im Leben des 16-Jährigen, der amerikanische R&B-Megastar Usher. Der Hit-Gigant hat aus dem kleinen Justin einen Star gemacht. Der war gerade mal 12, als er an einem lokalen Gesangswettbewerb teilnahm und die Bilder einfach bei YouTube einstellte. Usher nahm ihn musikalisch unter seine Fittiche, dann kam sein erster Hit One Time und mittlerweile führt der Teenie die Charts an. Es ist schon erstaunlich, dass ich aus dem Internet heraus zu einem Künstler wurde, der nun auf der ganzen Welt berühmt ist. Das ist eigentlich schon unglaublich. Auch im Funkhaus des Hessischen Rundfunk herrscht am Nachmittag Ausnahmezustand. Auch hier schaut Justin Bieber vorbei. Und diese beiden haben wohl das dollste Herzklopfen, Jenny und Laura. Sie haben ein Treffen mit dem Teenie-Star gewonnen und können ihr Glück gar nicht fassen. Er hat mich hier so angefasst. Ich habe das nicht geglaubt, dass ich den echt, dass der mich anfasst und ich ihn auch anfassen kann. Ich heule einfach nur so schön. Und dann gibt's Justin Bieber live und unplugged. Ein 16-Jähriger, der das moderne Märchen verkörpert, vom Nobody zum Number One Popstar. Der Traum, den viele träumen und der manchmal tatsächlich in Erfüllung geht. Justin Bieber hebt aber ob des Ruhms noch nicht ab. Ich bleibe geerdet, sagt er. Meine Mannschaft, meine Leute, die behandeln mich nicht wie eine Berühmtheit, sondern wie einen ganz normalen Teenie. Und was ist das Beste am Berühmtsein? Ich reise durch die Welt und teile meinen Traum mit anderen Menschen. Und das ist einfach toll. Offen bleibt, ob in 2 Jahren noch jemand über Justin Bieber redet oder ob die US-Pop-Maschinerie dann schon wieder neue, frische Teenie-Stars braucht. Genug Leidenschaft und Musikalität bringt Justin jedenfalls mit und gut aussehen tut er auch, eben wie gemacht fürs Pop-Business.